So Leute, und damit recht herzlich willkommen zu diesem weiteren Spieltagsbericht. Heute mit dem Spiel VfB Stuttgart 2 gegen die Stuttgarter Kickers. Vorneweg schon mal, ich tu mal kurz auf die Szene umschalten. Vorneweg schon mal, es tut mir leid, dass es erst jetzt kommt. Ich war ein bisschen mit Vorbereitungen für den ersten Kanal beschäftigt, wo ich auch demnächst was aufnehmen werde. Also spätestens am Samstag werde ich da was aufnehmen. Ist für euch Fußballinteressierten wahrscheinlich nicht so wichtig. Aber ja, da war ich viel am Planen, viel am Machen. Und ich habe auch das Video geschnitten. Zumindest so halbwegs. Bin da grob schon fertig. Wird also auch demnächst den Vlog geben davon. Also in den nächsten ein, zwei Tagen sollte der auch kommen. Ja, was gibt's zum Spiel zu sagen? Wir machen hier, oder ich versuche hier, alles zusammenzufassen, was man so zusammenfassen kann. Erstmal ein 2:0-Sieg für die Kickers mit Toren von Niklas Antlitz und Berisha. Natürlich zwei sehr gute Kickers-Spieler, zwei Kickers-Spieler, die man auch gut kennt. Natürlich. Ja. Man sieht, genug Karten gab es. Mehr auf Kickers Seite leider, obwohl der VfB auch gut beim Foulen dabei war und das Stadion auch ein paar Mal am Ausbuhen war und so. Und ich muss sagen, ja, wie habe ich das Spiel wahrgenommen? Wie war das Spiel für mich? Also technisch gesehen ein gutes Derby, geile Stimmung. Die beiden Teams haben sich eigentlich lange Zeit nichts geschenkt, bis dann halt die Kickers doch die Dominanz gezeigt haben und gesagt haben, ey, das ist unser Stadion. Die haben halt so 10, 15 Minuten gebraucht. Dann waren die Kickers halt meistens vorne und dann ging es auch richtig ab. Und da habe ich mir auch gedacht, komm, da könnte doch mal ein Tor fallen, aber es hat leider nicht sein sollen. Das war sehr schade. Ja, war wie gesagt alles in allem ein sehr gutes Derby. Es gab halt, wie gesagt, mehr Karten für die Kickers, was ich halt sehr schade fand. Aber da hat man halt gemerkt, dass alles irgendwie so VfB ausgerichtet war. Man hat auch gemerkt, es hat sich wie ein Auswärtsspiel angefühlt, obwohl es eigentlich von den Fans her und von allem eigentlich ein Heimspiel war. Es waren 9050 Zuschauer, glaube ich, irgendwie so um den Dreh. Ja, also kann man jetzt nicht viel dagegen sagen. War eigentlich auch bis auf einige Fouls ein sehr faires Spiel, muss ich sagen. Und ja, die Karten sagen eigentlich ein bisschen was anderes, aber es war eigentlich wie Kickers gegen Aalen, wenn Kickers gegen Aalen gespielt hätte. So nach dem Motto, also so ein richtiges Derby halt, wo es halt mal ein bisschen rund gehen kann und so. Nur, dass halt diesmal mehr für Kickers gepfiffen wurde oder gegen Kickers gepfiffen wurde halt wegen den gelben Karten. Naja, also da weiß ich auch nicht so ganz, ob das so richtig war. Meine Erfahrung im Stadion, ich habe es im Vlog auch schon gesagt, oder ich werde es im Vlog auch noch sagen, weil das Video kommt ja hier vorher. Ja, also nicht sehr geil. Man hätte 10 Leute mit demselben Ticket reinbringen können, weil halt das nicht gescannt wurde oder sonst irgendwas. Wurde halt nur drauf geschaut, ja, Ticket ist okay, ist für heute gültig, dann rein mit dir. Das Essen war kalt. Ich weiß nicht, schreibt mir mal an alle Kickers, Leute, schreibt mir mal bitte rein. Ich muss euch mal kurz die Musik leider machen, sorry. Dass ihr das jetzt so seht. An alle Kickers-Fans, schreibt, oder halt Kickers-Fans, die sehr oft im Stadion sind, schreibt mal rein, waren das die gleichen Leute, die das Essen austeilen? Weil letztes Mal, wo ich bei den Kickers was gegessen habe, war es doch relativ warm, das Essen. Und diesmal war es arschkalt. Die lange Stuttgarter, naja, das Brötchen war so knusprig, dass es beim Anfallen auseinanderfällt. Die Wurst war kalt, absolut kalt. Also nicht mal leicht angewärmt, nix, kalt. Das Schnitzel war, was heißt Schnitzel? Das Steakbrötchen, was ich später gegessen habe, war dann, eine Stufe vor kalt. Also das war dann so, ja, hier vermuten sie ein bisschen Wärme. Das Brötchen war dann ein bisschen besser, aber auch nicht geil. Also schreibt mir mal rein, wenn das dieselben sind wie bei den Kickers, dann muss ich zugeben, naja, kann ich das Essen allgemein nicht so gut bewerten. Oder würde ich dem allgemein nicht so hoch bewerten, muss ich sagen.
Ja. Wobei ich das beim ersten Stadion-Vlog, glaube ich, bei den Kickers, habe ich es relativ gut bewertet, muss ich sagen. Da war es auch anders, da war es auch relativ warm. Da war es sogar, glaube ich, heiß, wenn ich mich dran erinnere. Aber ja, ich kann euch auch noch sagen, leiht niemals dem Rivalen euer Stadion aus. Also an alle Vereine oder an alle, die bei irgendeinem Verein was zu sagen haben, leiht niemals eurem Rivalen das Stadion aus. Das wird eine Katastrophe. Leute wussten halt auch nicht, wo sie hin sollten, ob jetzt für den B-Block, ob der B-Block jetzt geöffnet wird, wo man Gepäckabgabe machen kann, wenn man halt, ne, zum Spiel reist und man halt Gepäck dabei haben muss, wenn man danach noch das Ganze braucht oder wie auch immer, was weiß ich. Oder wenn man halt nicht vor 15 Uhr zum Beispiel ins Hotel kann, das Spiel ist aber um 14 Uhr, jetzt nur als Beispiel oder so. Und ja. Ist auch übrigens, also ich hätte mir auch übrigens ein bisschen was abseits vom Stadion gewünscht, dass man zum Beispiel am Fernsehturm irgendwas hinschreibt oder irgendwie eine Nachricht schreibt von wegen, heute Derby, kannst du Polizeiaufkommen kommen oder so, also zu erhöhtem Polizeiaufgebot kommen oder irgendwie sowas. Weil da haben mich auch zwei Damen aus Zürich gefragt, wieso die ganze Polizei und so. Da hätte man im Vorhinein schreiben können, ey, Achtung, Derby oder irgendwie sowas. Oder halt irgendeine Warnung machen können. Ich meine, war jetzt nicht so schlimm. Und die Fernsehturmbesuch hat es auch tatsächlich nicht gestört. Aber einfach, dass man da Bescheid weiß, dass da, falls man irgendwie sagt, ey, ich gucke mir die Gegend noch so ein bisschen an. Ja, ist nicht möglich. Weil viele doch sehr interessiert sind. Auch mal rübergehen ans Stadion. Tatsächlich. Habe ich auch schon ein paar Touristen gesehen, die halt gemerkt haben, oh, ist hier ein Stadion in der Nähe, wenn man mit Kickerschal rumläuft, kann man so, sagt man ja, da hinten und so, und dann schauen sich das ein paar Leute an, also ist mir, wie gesagt, schon aufgefallen. Ja, wie gesagt, zum Spiel, also da kann man halt echt nicht viel sagen, die Leistung von VfB 2 war sehr gut, muss ich eigentlich sagen, aber irgendwie, der VfB scheißt so ein bisschen auf die U21, habe ich das Gefühl, weil auch der Stadionsprecher, muss ich zugeben, der war einfach ultra leise. Mit dem normalen Gespräch hat man den übertönt. Ich könnte normal husten und dann wurde der Stadionsprecher übertönt. Also, ja, die Aufstellung, das finde ich auch so ein bisschen Respekt gehört dazu, weil die Aufstellung vom VfB 2 wurde richtig gut und laut durchgegeben. Da habe ich mir gedacht, so macht er jetzt weiter. Nee, die Aufstellung von den Kickers war so, ja, hallo. Ich mache hier was, ich bin hier Stadionsprecher, ja, ich mache diesen Job zum ersten Mal, hallo, ja, es ist so in diesem Ton, also auch bei den Auswechslungen, das gehört zum Spiel mit dazu, also wenn die Auswechslungen nicht richtig angesagt werden, alle haben geklatscht und ich habe erst zu spät gesehen, dass eine Auswechslung war, weil der Stadionsprecher, die Auswechslung ist vollzogen, halbe Minute später, ja, und jetzt wird die Nummer so und so ausgewechselt, ja, und man hat halt einfach kein Wort verstanden, so, auch in der Halbzeit, wo nochmal der Film gezeigt wurde von den Rivalen, also von Stuttgart 1 gegen Kickers, ja, da habe ich mir auch gedacht, könntest du das bitte dynamischer ansagen? Könntest du bitte irgendwas machen? Und könnt ihr nicht bitte irgendeinen Tulli da hinsetzen, der einfach seine 3,50 Euro für den Tag bekommt und gratis essen und trinken darf dort? Na, könntet ihr da jemand Richtiges hinsetzen? Darf ich euch zeigen, wie das funktioniert? Also, sorry, aber das gehört für mich mit zum Spielgeschehen dazu. Und wie gesagt, das war ein richtig geiles Derby. Hat man gerne gesehen, war sehr cool, dass die Stuttgart-Fans sich teilweise angestellt haben wie Fürth-Fans damals, ne, wer das Spiel Kickers gegen Fürth kennt im DFB-Pokal, da war es teilweise genauso ruhig, nur dass halt ein paar weniger Fans da waren, also, ja, ich weiß nicht. Und eine Sache muss ich euch absolut noch sagen, das ist auch vom Spiel her sehr, sehr geil gemacht, können wir mal über Mauersberger reden? Können wir mal über diesen Typen reden, Alter? Der war mal bei Zwickau, hat er gespielt, lol. Zeigt mir mal bitte mal sein Spielerprofil. Na, der hat mal bei Zwickau gespielt, dann hat er pausiert und dann hat er hier wieder. Alter, dieser Typ, Mann. Können wir mal über den besten Zehner der Liga reden? Und ich sag das nicht einfach so. Ich sehe das sehr oft. Bei
Weil Freiberg war ja auch schon ganz gut. Und ich meine, die Pause hat ihm wahrscheinlich gut getan. Er hat wahrscheinlich die Pause gebraucht nach Zwickau. Er hat wahrscheinlich auch mehr machen können als nur bei Zwickau spielen, nehme ich mal an. Oder hätte bei Zwickau einfach eine größere Rolle spielen können. Ich weiß es nicht. Oder war einfach nicht sein Verein, wie auch immer. Schreibt mir mal rein, wenn ihr wisst, wie diese Pause zustande gekommen ist. Aber auf jeden Fall, Relasing, da ging es einfach relativ schnell hoch für ihn. Und dann bei Freiberg und auch jetzt. Also er ist einfach ein richtig starker Zehner, muss ich sagen. Er läuft, er geht in die Zweikämpfe, er holt sich den Ball. Man merkt ihm einfach nicht an, dass er 28 ist. Ich hätte jetzt echt gedacht, er wäre jetzt so 24 höchstens. 23, 24, so in dem Ding. Maximal 25. Weil, ne, man merkt halt, dass sein Körper einfach ein paar Jahre jünger ist. Und dass er einfach trainiert und macht und einfach Bock hat. Dieser Mann, Leute, also wenn wir mal darüber reden können, über einen Spieler, der auch herausgestochen hat bei dem Spiel jetzt, dann ist es Mauersberger. Dieser Typ macht mich immer wieder fertig. Ich hab auch mit jemandem geschrieben, der leider nicht beim Spiel dabei sein konnte, wo er kurz Pause hatte von dem, was er halt gemacht hat. Er war arbeitstechnisch unterwegs, ne, und dann hat er kurz Pause gehabt, habe ich kurz mit ihm geschrieben gehabt. Er meinte genauso, einfach dieser Mauersberger, was man von ihm sieht, diese Statistiken, einfach Halleluja. Und da habe ich gesagt, ja, du musst dir den mal in Real Life angucken. Komm mal hierher, wenn du wieder Zeit hast und guck dir den Typen an. Das ist einfach eine Maschine, ein Monster. würde Heidenheim noch in der... Also, jetzt nichts gegen Heidenheim, ich mag Heidenheim, aber wäre Heidenheim nicht aufgestiegen und würde noch in der zweiten Liga spielen, ja, gut, dass sie es nicht getan haben, dass sie aufgestiegen sind und dass sie nicht noch ein Jahr in der zweiten Liga verbringen, weil es tat ihnen wirklich mal gut, der Aufstieg. Und ich merke, 11. Platz, ne? Aber darum geht es nicht, es geht nicht um Heidenheim. Aber würde Heidenheim noch in der zweiten Liga spielen, Mauersberger wäre der Mann dafür. Für die erste Liga weiß ich nicht, ob es reicht. Ist ein bisschen schwierig, weil die erste Liga nochmal anders funktioniert. Aber ich denke, er ist ein guter Zweitligaspieler und könnte sich noch zum Erstligaspieler entwickeln. Also, dieser Mann hier, ja, wenn wir darüber reden können, der beste Mann bei den Kickers, bei den Kickers, sag ich, beim VfB, also, da habe ich irgendwie niemand so wirklich, die waren alle irgendwie relativ stabil, die haben alle ein bisschen was gezeigt. Da könnte ich jetzt keinen rausheben. Man hat halt gesehen, dass die Kickers, wie gesagt, den Ton angegeben haben. Es gab ein paar gute Chancen vom VfB, das muss man schon anerkennen, muss man auch schon sagen. Wo ich mir auch schon ein paar Mal gedacht habe, nee, jetzt nicht. Die Kickers sind gerade so gut dabei und jetzt macht ihr unverdient dieses Tor rein. Wobei, was heißt unverdient? So halbwegs verdient. Ja, weil sie sich ja die Aktion rausgespielt haben, aber vom anderen, vom Rest des Spiels kam halt nichts, außer halt mal ein paar Aktionen und ein paar Fouls und so. Also, ja, da hat man es halt gemerkt, wie gesagt, dieser Mauersberger, Mann. Diesen Typen, gebt ihm die Nummer 10. Dickelhuber, ich weiß, du bist ein gestandener Kickers-Spieler, aber gebt Mauersberger die 10, Alter. Der ist ein richtiger Zehner hier. Den muss man hervorheben. Sorry, aber ich sag's viel zu selten. Ich sag's echt viel zu selten. Dem muss man einfach die Props geben. Und falls es wieder irgendjemand von den Kickers sehen wird, sagt ihm das, dass er meine Props und meine Unterstützung hat. Der Typ ist einfach genial. Und auch, vor allem, auch die Mannschaft, die er drumherum hat, ich muss nicht nur ihn loben, sondern auch die Mannschaft, die er drumherum hat, passt einfach zu ihm. Einfach, die Spieler sind so auf seinem Niveau einfach, oder was heißt, auf seinem Niveau einfach so auf ihn zugeschnitten, muss man auch dazu sagen, weil diese Pässe, die er auch teilweise bekommt, wo er dann einfach losrennt und einfach sich um die Spieler herum windet und einfach sagt, ey, nee, du willst mir den Ball nehmen? Nee, du nicht, mein Freund. Ich behalte den jetzt. Und dann gebe ich einen guten Pass zu meinen Mitspielern oder ich versuche selber eine Aktion zu machen oder ich mache... Wie war das beim Spiel gegen wen war das, wo er die Ecke direkt verwandelt hat? Oder ich mache einfach mal eine Ecke direkt. Bitteschön. Oder ich mache halt eine geile Flanke Grifo-Style. Also, ne? Und dann bringe ich meine Mitspieler gut in Szene. Und dann sind die Mitspieler halt auch da. Und dann machen die Mitspieler auch die Tore.
Das muss man schon sagen. Also wenn irgendjemand eine Vorlage gibt, muss jetzt nicht Mauersberger sein. Das kann jetzt jeder sein. Das kann auch ein Loris Meyer zum Beispiel sein oder halt ein Dicklhuber oder wer auch immer das ist. Die Leute machen es einfach. Die Leute wissen einfach, wo man stehen muss. Gut, wenn es dann mal nicht klappt, dann klappt es halt mal nicht. Das kann nicht immer funktionieren. Aber da merkt man halt, dass sie halt ein Team sind, eine Einheit sind und dass sie sich auch gut verstehen. Die sind quasi ein bisschen zu vergleichen mit Elversberg. Weil die verstehen sich gut, die kennen sich auch ein bisschen besser. Gut, Elversberg kennt sich noch besser. Die spielen ja gefühlt, seit sie 2 Jahre alt sind, miteinander. Ne, aber um das mal hervorzuheben, das hat man halt in diesem Derby auch wieder gut gesehen. Muss ich sagen, einfach dieses Zusammenspiel, dieses Wendige, dieses, ja, dieses sich die Bälle auch mal holen und dieses einfach Arbeiten und dieses Machen. Und das hat mir einfach, das gibt mir auch jetzt wieder diese Freude. Dieses, ich gehe gerne ins Stadion, man sieht, wie der Verein arbeitet und nicht Schalke-mäßig einfach Arbeiten einstellt. Also du gehst ins Stadion und denkst dir einfach, ja, heute wieder verlieren, schön. Easy. Nächste Woche 18. Ja. Okay. Steigen wir halt ab. So, dieses merkst du halt nicht. Du merkst halt dieses, wir sind aufgestiegen, wir haben es gewollt und wir wollen auch jetzt wenigstens gut in der Liga dastehen. Und dieses wenigstens gut in der Liga dastehen und wenigstens so gut machen wie möglich, führt halt dazu, dass sie jetzt aufsteigen können. Sehen wir auch in der Tabelle zum Beispiel, wenn wir jetzt uns die Tabelle anschauen. Einfach mit einem Punkt Vorsprung. Das ist... nicht die Regionalliga, die ich haben wollte. Wenn ich auf Tabelle klicke, will ich auch die Tabelle haben, die ich... Da haben wir es. Hier. Mit... genau, punktgleich mit Steinbach. Gut, weil Steinbach halt auch die Spiele gewinnt, weil hier halt... wenn die 2 unentschieden Siege geworden wären, wäre es besser gewesen, aber gut, kann man nichts machen. Da hat es halt einfach nicht sein sollen. Aber wie gesagt, man merkt es einfach. Und ich rede hier viel zu viel drumrum. Wie gesagt, das Derby habt ihr jetzt mitbekommen. War ein sehr cooles Spiel. Hat man sehr gerne gesehen. Kann man einfach nichts anderes dazu sagen. Ja. Kann man halt, wie gesagt, nicht viel dazu sagen. Die Tore sind halt leider erst in der zweiten Hälfte gefallen. Aber in der 48. und in der 60. Minute. Aber gut. Hat halt in der ersten Hälfte nicht sein sollen. Man muss auch sagen, der Keeper von Stuttgart hat auch ein paar Dinger gehalten, wo ich mir dachte... okay, den habe ich eigentlich drin gesehen. Danke. Aber auch der Keeper von den Kickers. Da muss man auch sagen, ey, Props an ihn, der hat auch ein paar Dinger gehalten, wo ich mir dachte, jetzt ist vielleicht ein bisschen, also Kampagne, ne? Dass er auch eine gelbe bekommen hat, gut. Kann man nichts machen, aber ja. Ja, dann würde ich auch sagen, war es das für dieses Video. Ich hoffe, euch hat dieser Spieltagsbericht gefallen. Ich hoffe, ihr entschuldigt es, dass jetzt erst die nächsten Tage das Video kommt. Spätestens Sonntag wird das Video hochgeladen, weil ich halt ein bisschen länger beim Schneiden brauche, weil ich halt ein bisschen gucken muss, kann ich die Szene zeigen, kann ich die nicht zeigen, weil mir auch der Balljunge vom VfB immer rechts vor der Linse stand, dass ich rechts kaum irgendwas filmen konnte an manchen Stellen. Da muss ich überlegen, kann man die Szene verwenden? Kann ich da was wegcutten? Kann ich da irgendwie gucken? Und ich bin halt auch, wie gesagt, am Vorbereiten für den ersten Kanal, also für den Hauptkanal, dass der auch mal wieder ein bisschen gefüllt wird. Yeah! Aber ich würde sagen, Leute, macht's bis dahin gut. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Liked, kommentiert. Schreibt mir übrigens auch Vereine, an denen ihr interessiert seid, die ich gerne mal besuchen soll irgendwann. Ich weiß noch nicht, wann es sein wird. Es wird auch 2 Termine geben, die auch schon relativ fest sind. Wenn, dann gehe ich halt alleine hin, wenn halt derjenige keine Zeit hat. Der gute Kumpel, wenn der keine Zeit hat, gehe ich alleine hin. Und ja... seid darauf gespannt, bleibt erlöschend knusprig und bis dahin, gute Nacht.